Hallo, da bin ich wieder immer noch an derselben Stelle gefangen. Ja, ich hoffe, irgendwas finde ich jetzt. Wir haben noch die Aufnahme und ich probiere jetzt einfach mal aus, ob das mir irgendwas bringt. Also ich drücke nochmal F, einfach nochmal. Ich will es nochmal sehen. Ich muss schnell selber dahin. Ich hätte schon mal dahin laufen sollen eigentlich. Aber egal, die brauchen eh noch eine Weile. So. Jawohl. Ach, da kommt die andere hin. Ich probiere mal das hier. Nein, der will nicht. Der will nicht. Er will einfach nicht das machen, was ich. Ja. Also. Ich weiß auch, aber auch, ich habe zurzeit wirklich null Plan, was ich hier noch machen kann. Ich probiere das jetzt nochmal. Weil man muss mit diese Portalwände. Man muss ja wohl irgendwie damit arbeiten können. Da ein Portal. Es fällt mir überhaupt mal auf. Ich habe gar keine wirkliche Zeit. Vielleicht bin ich einfach nicht schnell genug gewesen im ersten Durchlauf. Von daher sollte ich vielleicht. Ich probiere nochmal hier was aufzunehmen. Ich probiere das jetzt einfach nochmal. Das heißt, ich drücke jetzt R. Ich brauche auch relativ lang, dadurch, dass ich auch. Okay, also ich hatte den Eindruck, dass es ein bisschen mehr Zeit jetzt war am Ende. Aber vielleicht täusche ich mich auch. Ich probiere es einfach und guck mal, was dabei rauskommt. Scheiße, nein! Mist, das wird hier wieder. Das wird hier wieder deaktiviert. Das heißt, ich muss es auch noch wieder da ins Portal schaffen. Aber das ist die Lösung. Deswegen auch die Markierung. Ich sagte doch, irgendwas muss man da machen. Ich hatte jetzt eher an Landen, nachdem man ein Sprungbrett benutzt hat, gedacht, aber das hier. Ja, in dem Fall sollte das halt. Und sagen, dass wir dort gefälligst ein Portal platzieren sollen. Finde ich ein bisschen ungeschickt gelöst, ehrlich gesagt. Da hätte man lieber ein Portal, weil die sonst überall. Was war jetzt das? Wieso hat das. Nanu? Noch einmal. Also hier kommt es wirklich aufs richtige Timing an. Hä, das macht doch gar keinen Sinn. Die Platte wird gar nicht mehr richtig ausgelöst. Das macht doch gar keinen Sinn. Das macht ja echt keinen Sinn. Da fehlte irgendwie das letzte Ding. Das heißt. Was ist das jetzt ein Bug? Ist das jetzt. Keine Ahnung. Ich lasse einfach mal die Aufnahme abspielen und wir gucken mal, was passiert. Oder sitzt der Würfel hier nie richtig irgendwie? Das könnte ich mir noch vorstellen. Dass ich den ein bisschen blöd platziert habe und dass der jetzt so. Jetzt würde ja alles funktionieren. Vielleicht ist das auch so ein bisschen Zufall, dass der gerade so einigermaßen richtig reinrutscht. Ich probiere es noch einmal aus, ansonsten muss ich halt leider Gottes nochmal die Aufnahme aufnehmen. Die Aufnahme aufnehmen. Auch sehr schön. Der ist nicht richtig drauf. Warum das denn nicht? Immer wenn ich da stehe, das kann doch nicht sein. Noch einmal. Ich will sie nicht nochmal machen, die Aufnahme. Aber wahrscheinlich wäre das zeitsparender, wenn ich das direkt jetzt nochmal machen würde, statt jetzt noch 100 Mal auszuprobieren. Aber das ist jetzt wirklich das letzte Mal. Ich mache es mir folgendermaßen. Ich warte, bis es.
Verdammt. Es reicht zeitlich auch nicht wirklich. Es reicht zeitlich nicht wirklich. Ja, das heißt, wie, was mich halt auch noch ein bisschen irritiert ist, dass es einfach diese zwei Flächen hier gibt. Das heißt, da muss ja auch wohl noch irgendeine Möglichkeit bestehen, diese zu nutzen, sodass man leichter an den Würfel hier kommt. Problem ist allerdings, dass halt, wir haben ja nicht zwei Paar Portale, sondern immer nur eins. Das heißt, wenn ich die hier aktiviere, dann, ja. Ich weiß auch nicht. Aber so könnte ich natürlich Zeit sparen. Ja, ich glaube, ich weiß, wie ich es mache. Ich mache nochmal eine neue Aufnahme. Ich drücke nämlich jetzt R. Aktiviere das hier, renn da hinten lang. Ja. Weil dadurch habe ich hier, ihr habt es gerade schon bemerkt, sehr viel mehr Zeit. Und gerade, ja, wie sagt man, das alte Ich hat immer länger gebraucht als ich, um den Würfel zu holen, weil es natürlich erstmal noch um diesen Block da hinten rumlaufen musste. Und das könnte mir diesen Extra-Bonus verschaffen. Und der Vorteil ist, das Portal existiert wahrscheinlich dann auch schon. Guck mal, das ist sogar schneller als ich da. Ja! Nein! Nein! Wo bin ich denn jetzt gelandet? Was habe ich denn jetzt wieder kaputt gemacht? Ich habe das falsche Portal benutzt, habe ich das Gefühl. Aber ich hatte doch das... Na gut, nochmal. Habe ich echt das falsche Portal benutzt? Das kann ich mir gar nicht vorstellen. Ich habe das blaue... Also muss ich das Orangene verwenden, okay. Nein. Oder habe ich doch zwei Paar Portale? Das könnte natürlich... Ich dachte immer, wir hätten nur eins. Dann probieren wir das jetzt nochmal. Dann mache ich es einfach auf die andere Seite. Ist ja schnurzpiepegal eigentlich. Ich habe bisher ehrlich gesagt gedacht, wir hätten nur ein Paar Portale für beide Ichs zur Verfügung. Ja, jawohl. Jawohl, jawohl. So, das bedeutet, wir kommen jetzt hoffentlich da oben hin. Was ich mich allerdings gerade frage ist, was hat uns das hier gebracht? Ich meine, da oben waren wir doch schon mal. Gut, wir kommen dann ganz da oben hin. Ich probiere es einfach aus. Ah, okay, das erklärt so einiges. Ja, hier war eine Laserbarriere und sogar noch so eine Dingbarriere zum... Okay, das erklärt natürlich einiges. Wir haben hier jetzt eine Plattform, die ich allerdings nicht ausnutzen will, weil ich glaube, dass man dann hier gegen kommt. Deswegen, ich möchte noch immer das hier ausprobieren. Die lässt wahrscheinlich den Würfel fallen, aber der wird doch dann wahrscheinlich irgendwie so halb zerschmettert, habe ich das Gefühl. Also probieren wir es nochmal aus. Das war schon mal ein schlechtes Beispiel. Gut, probieren wir es nochmal aus. Ich glaube, ich habe ihn nicht getroffen. Kann man den überhaupt treffen? Ich probiere es nochmal mit hier ein bisschen. Sag mal, wie schlecht kann man eigentlich sein, das nicht zu treffen? Nein, ich treffe es nicht. Es ist nicht möglich. Oder ich bin einfach zu unfähig dafür. Das wäre natürlich die... Das sah doch schon vielversprechend aus, aber es hat immer noch nicht ganz gereicht. Vielleicht kann man den aber auch noch gar nicht aktivieren, aber... Ich denke mal, dass man ihn aktivieren können muss, weil ansonsten geht es hier, glaube ich, relativ schlecht weiter. Ah!
Ha! Wer sagt's denn? Jawohl. Dann haben wir den einen schon mal aktiviert. Wunderbar, ich freue mich. Ein erster Erfolg. Das hat nämlich irgendwie die untere Platte so angewinkelt, dass wir hierhin springen. Habe ich gar nicht mit gerechnet, ehrlich gesagt. Ich habe mir schon Gedanken gemacht, dass der Würfel dann runterfällt und wir müssen gleichzeitig noch mit der Zeitmaschinenfunktion irgendwie unser Gegen... Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ja. Dass der dann ansonsten halt in die Laser fällt oder in diesen Barrierestrahl, besser gesagt. Den Laser kann den ja nichts abhaben. Nachteil ist jetzt allerdings, glaube ich, dass wir wieder hier sind. Und wir brauchen da hinten, glaube ich, immer noch einen Würfel. Oder wie... Ah, ne, ich glaube, da ist eine Platte. Kann das sein? Sehe ich das richtig? Ich glaube, da ist nur eine Platte. Das heißt, das können wir selber dann machen. Aber wir müssen natürlich wieder darüber kommen. Über den alten Weg. Aber das sollte ja eigentlich kein Problem sein. Hoffe ich mal. Hoffe ich mal. Da oben konnten wir kein Portal platzieren. Gehe ich mal davon aus. Deswegen probieren wir jetzt Folgendes. Wir machen einfach das hier nochmal. Die Aufnahme dürfte ja noch drin sein. Wir machen das komplett nochmal. Dann sind wir ja wieder an der alten Stelle. Beim Sprungbrett. Und dann können wir ja mal probieren, ob wir zum Ausgang hüpfen können. Wunderbar. So. Probieren wir das mal. Das reicht irgendwie. Das kann gar nicht so funktionieren, weil der geht viel zu hoch und nicht so weit. Und wenn ich den hier wieder aktiviere, dann schleudert es uns ja wieder mal auf die andere Seite. Ich kann mir nicht vorstellen, dass der jetzt umgepolt wurde, dadurch, dass wir da hinten den Würfel draufgelegt haben. Oder doch? Es könnte sein, aber ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Wenn wir es halt ausprobieren, müssten wir den Unfug da unten nochmal machen. Auch wenn das nicht so tragisch wäre. Ich probiere es noch einmal ohne. Aber das wird nichts. Das wird echt nichts. Also, aktivieren wir den Schalter nochmal und hoffen, dass das irgendwas ändert. Mist. Der ist immer nur so knapp zu erreichen, habe ich das Gefühl. Ja, oder gar nicht, wenn man daneben springt. Hopp, hopp. Wie war das beim Weitsprung in der Schule immer? Hopp, hopp. Also so drei große Schritte vor Ende oder sowas. Oh, jetzt sind wir ja schon fast an der Decke. Also es bringt was. Das kann doch nicht wahr sein. Ich will aber auch nicht in die Laserstrahlen fallen. Das wäre es echt nicht wert. Ich weiß nämlich gar nicht, was passiert, wenn wir sterben. Oh, komm schon, enttäusch mich nicht. Das kann doch nicht sein. Ja, ist klar, dass sie diesen Knopf nicht drücken kann mit hier der Kanone und dem Tablet in der Hand. Das kann ja gar nicht funktionieren. Aber das hat funktioniert und macht genau das, was ich befürchtet hatte. Eben, weil da fließen diese zwei, wie sagt man, Stromlinien, Datenlinien, wie auch immer man es nennen mag, zusammen und gehen zur Tür. Deswegen war mir irgendwie klar, dass das hier einfach nur einer der Schlüssel für das Öffnen der Türe ist und nicht irgendwas da unten am Sprungbrett verändert. Hilft mir aber trotzdem nicht weiter. Schade. Schade, schade, schade. Also, gehen wir nochmal runter. Hilft ja nichts. Könnt schon mal F drücken. Vielleicht können wir aber auch nochmal irgendwas... Können wir aber auch noch irgendwas mit Portalen machen oder mit der Zeitmaschine? Die kam jetzt hier gar nicht mehr groß zum Einsatz. Ach, ich weiß was. Ich weiß was. Ich weiß es.
Ich habe so eine gute Idee gerade. Auch wenn wir bei 15 Minuten sind, möchte ich euch das nicht vorenthalten. Ergo, ja. Problem ist, ich speichere mal ganz kurz. Einfach aus dem Grund, weil ich folgende Idee habe. Ich werde jetzt mit der Zeitmaschine diesen Standardsprung hier aufzeichnen. Nee, das funktioniert nicht. Das kann nicht funktionieren. Fällt mir gerade mal auf. Ich habe einen Fehler in meiner Logik. Weil meine Idee war es quasi hoch zum Schalter zu springen, diesen Sprung durchzuführen, dann wieder hierher zu kommen, den Sprung abspielen zu lassen und dann irgendwie, weil hier ja auch so Treppen sind, vielleicht von Hand mit da auf die Platte zu springen und das geht dann nach oben. Klingt irgendwie logisch. Aber was mir jetzt eingefallen ist, ist, dass wir die Aufnahme ja wieder zerstören, wenn wir hier hin wollen. Weil dann unten kommen wir nicht drum rum. Doch, doch kommen wir, weil. Doch, doch kommen wir, weil wir haben ja das Portal hier gesetzt. Aber nee, nein, wir deaktivieren es ja, sobald wir da unten hinten reinspringen. Werden ja alle Portale deaktiviert, weil da die Barriere ist. Das hilft uns also auch nicht weiter. Und da oben war ja, glaube ich, nichts, um irgendein Portal zu platzieren. Von daher, keine Ahnung. Keine Ahnung. Deswegen machen wir an dieser Stelle wieder mal einen Cut und ja, ihr müsst euch noch ein wenig gedulden, wie wir dieses Sprungrätsel gelöst kriegen. Bis zum nächsten Mal. Wir sehen uns.